Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir gerade mit Umut und seine Family von Otto weggefahren. Haben gesagt, komm, wir wollen mal Kayserispor sehen und so ein bisschen da drüber. Sind dann irgendwann abgebogen. Und seit 100 Kilometer fahren wir Gebirge hoch und runter, Schlaglöcher und so weiter. Ich habe jetzt gerade eine Pause gemacht. Ich habe gerade die Räder alle überprüft, ob da wirklich mit einer Beule oder sowas ist. Weil da war also Durchschnittsgeschwindigkeit 35. Und das ist jetzt, glaube ich, über 50, 60 Kilometer. Aber jetzt wird es wieder normaler. Und ich nehme euch da mal eigentlich mal komplett mal mit, was man da alles unterwegs sehen kann. Also in die Richtung bin ich selber noch nie gefahren. Bist auch noch nicht da gewesen, gell, Umut? Servus. Servus. Der Typ aus Auto. Den Berge. Aber schön hier. Angenehmer Wetter, gell? Ja. Da hat es mal, also unten im Land hat es überall jetzt 35 Grad gehabt und da ganz oben war es bei 1600 Meter, fast 1500 Meter oder sowas, war es 24 Grad und richtig angenehm. Jetzt geht die Tour weiter. In Kappadokien angekommen, nur zur Übernachtung, weil die Strecke, wenn ihr zwei Kinder dabei, sonst wäre es bis nach Antalya viel zu lang gewesen, mit in der Nacht und dann noch Hotel. Ich habe gesagt, wisst ihr was, dann haben wir das hier mal kurz gesehen, aber ich glaube, da wird meine Frau richtig sauer auf mich, weil ich glaube, sie wollte auf jeden Fall mal hierher kommen. Ich habe es nie getan, weil es von Antalya 500 Kilometer weit weg sind. Also übernachten wir hier, ich zeige euch aber nochmal, wenn ich auf dem Zimmer bin. Coole Bude, oder? Brutale, mal das an, Höhlemenschen. Werden wir heute zur Höhlemenschen. Also, ich zeige euch nochmal, wo wir sind. Kappadokia Fairy Tale Suites. Und da der Umut mit der Familie da ist, hat er praktisch komplett eine Familiensuite bekommen, 65 Quadratmeter. Sieht aber, also, ja. Ich zeige euch mal nur mein Zimmer. Du kommst direkt von hier außen, sagst Hallo und du bist im Zimmer. Hör euch das mal an. Ist auch kühl hier. Obwohl die Klimaanlage nicht an ist, ne? Bad. Brutal. Und, hallo. Da. Junge, Junge. Wir werden uns heute Abend verwandeln in Höhlemenschen. Höhle. Aber cool. Und Preis-Leistung. Also dieses Zimmer kostet was? 50 Euro für mich jetzt, ja. Die Nacht? 50 Euro? Mit Frühstück. Mit Frühstück. Also ist schon cool. Und alles mit Natursteine, ja, das ist ja schön kühl. Der ist noch mehr Schwabe wie ich. Terrassehenne auch. Natursteine haben wir. Und Terrassehenne auch. Da oben. Eine Minarette haben wir auch. Ja, das haben wir auch. Da gucken wir mal da noch. Allein mega. Und morgen früh, wenn ich schaffe, 5.45 Uhr sollen die Heißluftballons hier drüber fliegen. Die starten hier Viertelstunde vorher da hinten irgendwo. Wir fahren da schwarz mit, hängen und so. Ja, machen wir. So, der nächste Morgen. Oh, da fliegen sie immer noch. Guck mal, da fliegen sie immer noch. Kappadokien, der nächste Morgen. Natürlich sind die ganzen Heißluftballons heute Morgen geflogen, um 5:30, glaube ich. Es war mir ein bisschen zu früh, aber dank Sabrina hab ich eine Aufnahme, das kann ich hier einblenden. So sieht's aus hier. Also ich glaube, eine Woche Urlaub brauchst du hier nicht, oder? Eine Woche brauchst du hier nicht, aber zwei, drei Tage mal mit der Stadt da besuchen oder hier drin liegen. Es ist jetzt wieder warm. Im Zimmer war es aber trotz ohne Klima echt kühl. Also ich habe die Klima gar nicht eingeschaltet und war echt angenehm. Ich finde schon, würde meine Frau sagen, kuschelig und nett ist es hier. Ja, und wir fahren jetzt weiter nach Antalya. Konya angekommen.
mitten in Konya sind wir, beziehungsweise Umgehungsstraße. Gucken wir mal, was jetzt ist. Hier, Tuning 185, 60, 13 hier. Wir gehen jetzt was essen, weil Family-Frau sagt, eineinhalb Stunden Verspätung der Flieger. Und haben wir gesagt, komm, dann können wir ein bisschen Piano machen, bevor wir jetzt am Flughafen rumstehen. Essen wir noch was hier. Und hier essen wir das, was bekannt ist. Also Essen war gut. Ja? Essen war mächtig. Brutal. Brutal. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen noch. Wie lange war das? Drei Stunden. 250 Kilometer. Ja, fast drei Stunden. Dann sind wir am Flughafen, dann holen wir seinen Mietwagen ab. Wenig wettet, was für ein Auto das wird. Ein Peugeot stand dran. Peugeot Passat. Aber selbst in Deutschland kriegst du nie das, was du. Nee. Ich nehme jetzt einen Elfer. Oder so. Ja. Oder so Hurus. Alles klar, gut. Ausnahme. So, Antalya Flughafen angekommen. Umut geht jetzt mal schön nach seinem Mietwagen gucken. Und ich gehe schon mal, also jetzt müssten sie gerade gelandet sein. Freue mich schon. Freue mich schon so drauf jetzt. Es ist 17 Uhr und so eine volle Hitze. Es sind hier aktuell irgendwie 42, 43 Grad. Ich schwitze schon durch. Brutal. Und dann sehe ich Leute kommen aus dem Ausland. Keine Ahnung, wo sie herkommen, mit Jacke noch an. Bis sie hier rauskommen und dann einen Schlag abkriegen. So, wir sind jetzt vollzählig und jetzt geht's Urlaub machen. Jetzt gehen wir Urlaub machen. Und zwar nach Kalkan. Das sind von Antalya nochmal 2,5 Stunden. Ella ist auch dabei. Ja. Levin, du auch? Ja. Und die zwei Kids von Umut sitzen bei uns drin. Die konnten wir nicht mehr trennen. Umut chillt in seinem Auto mit seiner Frau jetzt im Mietwagen. Und wir fahren jetzt. Aber wir gehen jetzt noch vorher nochmal Gözleme essen. Unterwegs, mittendrin. Ja, wir haben jetzt Hunger und jetzt wir gehen zu der großen Kette Köftige Yusuf. Das ist hier. Die sind preiswert und gut. Ich zeig's euch gleich. Guck mal hier zum Beispiel. Hier, ganze Menü, gell? 132 Lira. Das sind 2,20 Euro. Ja, sind auch 5 Köfte drauf. 5 Köfte, Pommes, Salat und Cola oder Eiran wahrscheinlich. Billiger geht nicht, das sagt der Schwab. Es war echt gut. Vor allem die Pommes waren richtig lecker. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und das Ding gibt es mittlerweile fast überall in Türkei. So gefühlt alle 30, 40 Kilometer. Wir fahren weiter. Auf! Wir sind im Haus angekommen. Was du natürlich auf vielen Bildern nicht siehst. Wie viele Stufen sind das immer? Keine Ahnung, 1000 oder so. Gefühlt 1000. Ich zeig's euch aber morgen. Du kannst nicht direkt vom Haus parken, weil die Villen hintereinander stehen und auf der anderen Seite auch. Und da gibt's nur so einen Gang zum Hochlaufen. Horror. Aber egal, ich zeig's euch morgen. Zuerst mal guten Morgen. Ist schon Mittag, wir haben gefrühstückt gerade schon. Ich hab für euch schon alles, für den Alex, aus Samsung. Samsung sage ich selber schon falsch. Samsung Vlog ist fertig noch gelernt. Hey Levin. Hi. Und wie findest du in der Türkei? Gut. Keine Regeln. Schönes Wetter. Alles gut. Der ist ja, wie gesagt, ihr seid ja gestern erst gekommen. Ich war ja schon vorher. Und eigentlich wollte Levin mit mir von Anfang an mit. Gell? Und dann habe ich gesagt, das wird blöd vielleicht in Istanbul, dass du Langeweile hast, wenn wir so an Autos gucken und machen. Und auch die Fahrt vielleicht für dich zu lang ist, aber ich glaube, mittlerweile bist du so weit, dass ich dich mitnehmen kann, ja? Mhm. Ja. Rückfahrt können wir ja testen. Stimmt. Wenn du das überstehst. Ja. Ohne schlechte Laune. Okay. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Das Haus hat auf jeden Fall seine negativen Seiten, was nervt, aber will ja nicht jammern. Das ist ein bisschen Urlaub. Das ist richtig bescheuert, die Tür. Die wurde wieder 10-fach abgeschlossen hier, ne? Ja. Also Pool kann ich jetzt nicht, da die Families sind am Pool. Was wir haben, ist ein Tischkicker.
Schon mal gut. Jetzt zeige ich euch mal. Wenn wir hier rausgehen, seht ihr, wie viele Stufen das da runter sind? Und wie viele Stufen das da hoch sind? Und wenn du bei diesem Wetter hier an der Sonne kurz stehst, ich sag, gib dir eine Minute, ist mein T-Shirt fängt an nass zu werden. Also, gell, das ist zu arg. Ja, gestern auf Flughafen war schlimm in Türkei. Boah, ich hab da draußen im Schatten gewartet und ich war nass. Wenn auch und Levin hat sein Samsung-Sport-Trikot bekommen. Ja. Aber er kriegt noch ein paar Trikots, weil er hat jetzt nämlich auch Geburtstag hier im Urlaub. Demnächst, in 4 Tagen. Ja, genau. Nee, in 3, ich weiß gar nicht. Ja, 3 Tage. Also auf jeden Fall, mega Blick. Wie gesagt, mit dem Auto ist blöd. Normalerweise, das Haus da drüber ist halt cool, da kannst du wirklich davor parken. Und dann läufst du halt 2 Stufen rein und wir müssen hier einen Marathon runterlaufen oder hochlaufen. Genau. Ich habe das Auto jetzt oben gepackt für den Einkauf zum Runterschleppen. Wenn wir irgendwann wieder ausziehen, dann parke ich unten, um die Koffer runterzuschleppen. Gell? Wir sind klug. Wir sind klug. Aber wer faul ist, sucht sich einfache Lösungen. Wir müssen nachher aber auch wieder hochlaufen, aber das sind noch nicht so viele. Zumindest müssen wir nichts hochtragen, Schatz. Ja. So, jetzt gehe ich mal hoch. So sieht es hier aus. Küche, Esszimmer und das ist das Wohnzimmer. Ein bisschen bunt das Ganze hier. Also das Haus ist definitiv nicht schlecht. Also es soll sich nicht hoch arrogant anhören. Aber das Haus ist definitiv nicht so gut wie das oder wie die letzten. Von der Lage her, wie gesagt, mit den Treppen. Wir sind relativ weit oben am Berg. Aber die Qualität vom Haus ist nicht so. Aber das ist halt immer, oh, da unten war noch ein Bad. Aber das Problem ist immer, wenn du spät buchst. Und wenn du früh genug buchst, kannst du auf jeden Fall billiger, bessere Häuser haben. Aber das sind die Zimmer von Malik und... Ja, von Malik und Kian, okay. Da will ich jetzt auch nicht reingucken. Da ist Umo und Sabrina, da sind seine Kinder. Hier ist ein Bad, da drüben ist ein Bad im Zimmer. Jedes Zimmer hat sein eigenes Bad, gell? Und der Levin wollte nicht mit seiner Schwester. Sasak. Da ist unser Schlafzimmer mit Bad. Das ist Levin sein Zimmer. Ha, was macht ihr hier alle oben? Nix. Wieso seid ihr nicht am Pool? Warst du schon? Ja, schon. Okay. Und hier ist das Bad von Levin. Levin hat ein Doppelbett alleine. Weil Mr. Levin will nicht mit der Schwester. Gut, wir hatten eh ein Zimmer mehr. Dann habe ich gesagt, mach was ihr wollt. Das Zimmer von Ella ist super. Ella hat das schönste Zimmer, aber ganz oben. Hat ein schönes Doppelbett. Terrasse. Oh, Terrasse ist gut, ja. Hat einen himmlischen Blick. Und einen Affenkäfig hat sie auch. Für mich. Der ist cool, gell? Ja, der ist cool. Ich finde es schade, dass es hier oben ist und nicht bei mir ist. Ja, also wie gesagt, hier ist schon gut. Dieses Karkan, das hat sich in den letzten Jahren, bin ich ja immer hier. Und mein Traum ist auch mal, irgendwann hier was selber zu haben, was eigentlich Blödsinn ist, wenn du selten im Urlaub bist. Aber ich denke immer, wenn du sowas hast, dann gibst du es deinem Bruder, gibst es deine Eltern, die sollen mal vielleicht runterkommen. So dass zumindest mal ein paar Monate lang das Ding besetzt ist und belegt ist. Und dann hat es auch seinen Sinn. Wenn wir haben, dann könnte ich mir nach Türkei fahren mit Monty. Mit Monty? Was will der Monty hier? Wo willst du mit Monty spazieren gehen? Aber der Plan ist ja auch mal vielleicht irgendwann. Ich sag's euch offen und ehrlich, 2027 rum habe ich ja gesagt, treffe ich eine Entscheidung. Und da will ich dann anfangen, ein bisschen zu pendeln. Das heißt nicht, dass ich dann nichts mehr mache, sondern ich würde auch viel von hier aus machen. Auch was Thema Videos betrifft, weil du hier dich austoben kannst. Du kannst Umbauten machen, habt ihr schon in den letzten Videos gesehen. Du kannst komplett rumspielen, du kannst alles machen. Und jetzt hier irgendwo von da hinten kannst du irgendwo oben was bauen. Mit so einer kleinen Halle vielleicht noch neben dran. Und Karkan ist wirklich groß. Gut, muss jetzt nicht Karkan sein. Aber hier an der Küste halt irgendwo, ne? Das geht auch mittlerweile auch relativ weit hoch. Da sind echt coole Häuser dabei. Ich selber gucke immer unter Tatil Villam. Da kannst du reingucken, da kannst du die Häuser raussuchen, zur Ort eingeben und das sagt, spuckt dir auch die Preise gleich raus. Da sind schon ein paar gute Häuser dabei. Und wir haben sogar in unserem Zimmer, Levin, haben wir eine Sauna im zweiten Stock. Aber dafür hat Ella ein Whirlpool. Ja, Ella hat alles. Ella hat Aussicht, Ella hat riesige Zimmer und Ella hat
Ein Whirlpool. Levin, da legen wir uns zwei rein. Ja, die hat hier auch noch so geile Schränke. Guck mal. Ja. Hier ist richtig viel Platz. Oh, das ist cool. Da kann man sich verstecken. Das ist, guck mal. Da gehen wir rein heute. Wir schmeißen die alle abends raus und gehen da rein, okay? Ja, sogar Kopf anlegen. Was ist das? Ja, komm, wir gehen runter. Ich habe euch das Haus grob gezeigt, wie ich sage. Auch wenn es mal ein bisschen negative Punkte hat, musst du irgendwann halt das Beste immer draus machen. Wie gesagt, das ist jetzt Gejammer, aber wir haben genauso viel bezahlt wie letztes Jahr. Und ist nicht so gut wie das Haus vom letzten Jahr. Aber alles gut. Wichtigste ist immer im Urlaub, mit wem du im Urlaub bist. Und dann macht Spaß, gell? Zum Beispiel hier mit meinem Junior hier, gell? So. Und natürlich die Freunde. Also, ich komme jetzt langsam zum Ende. Wir machen das jetzt so, dass ich auf jeden Fall euch mitnehme und euch auch dauerhaft über Sachen auch so informiere, was nicht schlecht ist. Ich zeige es euch im nächsten Vlog, wenn ich es nicht vergesse. Du erinnerst mich, sagst mir nur der Ablauf, okay? Wie bitte? Ablauf, Wasserablauf. Erinnerst du mich denn? Ja. Erinnere mich nur noch. Erklär es mir nachher. Okay. Also es gibt hier Sachen, wo du zum Beispiel, du darfst niemals sagen, pass auf, ich kaufe mir da ein Grundstück in der Türkei, baut mir genau dieses Haus nach Plan auf, ich komme dann in dem Jahr und nimm's ab. Vergiss es. Vergiss es. Auf den Bildern war das Haus gefüllt. Unabhängig von den Bildern, wenn ich jetzt oben nachher oder im nächsten Video mal einen Ablauf zeige von der Dusche, das so schräg ist, dass es eigentlich nicht bei der Dusche abläuft in der Ecke, sondern rüber geht, auf unterm Klot in den Ablauf. Ja. Ich glaube, das ist sogar dafür gedacht. Nein, es ist nicht dafür gedacht. Ach so. Aber solche Sachen halt, ne? Und auch vieles mehr, jetzt ohne das Land schlecht zu machen, um Gottes Willen, ich bin gerne hier. Ich bin gerne hier, aber du musst da immer auf die Finger gucken. Bei den Leuten, du merkst einfach, die machen es halt. Dann ist es ist halt gemacht, so auf die Art. Ohne manchmal mitzudenken. Und wenn du hier baust, musst du eigentlich jeden Tag fast da sein. Oder du hast wirklich, was sehr, sehr selten ist, ein Bauleiter, der sich 100% drum kümmert. Ja, aber das gibt es in keinem Land. Der hockt auch nicht den ganzen Tag da. Der macht auch ein schönes Leben, ja. wenn er Kohle hat, der Bauleiter. Ja. Ja. Also, es wird noch viel kommen. Es werden sehr interessante Sachen kommen. Ich kann euch auch viele, viele Tipps geben während dem Urlaubszeit. Ihr könnt mir aber jetzt auch darunter schreiben, was ihr wissen wollt über die Türkei. Dass ich das einfach rausschreibe und dann beantworte ich euch das ausführlich, okay? Also, sagst du Tschüss? Ciao. Ciao.